Er fährt langsam. Er zeigt, was schon alles an ausländische Firmen verkauft ist, hier, das Hotel Tiare, da, das Hilton, und sehen Sie, dort das Café? Die Mittelkonsole in seinem Wagen ist gefüllt mit Schlüsseln, die einen neuen Besitzer brauchen. Er fährt vorbei an Geschäften, Bürogebäuden und Wohnhäusern, an fast jedem dritten klebt das Schild zu verkaufen. Die ganze Stadt liegt da wie eine große Shopping-Mall. Die leerstehenden Immobilien sind die Ware von Konstantinos Better Ideas. Er ist Makler in einem Land, das die Finanzkrise auf den blanken Boden zurückgeworfen hat. Peter Idis sagt, auch die Preise für Immobilien im ganzen Land seien ganz unten. Deshalb schläft er. Dieser Beitrag erschien zum ersten Mal in der Spiegel-Ausgabe 25 2018. Fotos, Marokko Uri der Spiegel, Marokko Uri der Spiegel, Marokko Uri der Spiegel.